Jetzt kündige ich jemanden an, der auch schon was angekündigt hat, und zwar die letzte Pandemie. Im September 2019 war jemand in der Sendung von KenFM und hat gesagt, was da kommen wird. Und jetzt kommen Sie sogar was Neues, denn Impfstoffe sind ja dafür für die Prävention, damit die Krankheit erst gar nicht ausbricht. Was ist aber, wenn schon Leute infiziert sind? Jetzt brauchen sie etwas zum Therapieren, zum Behandeln. Und dazu hat man jetzt neue Antikörper entwickelt. Man kennt das aus der Krebstherapie. Ja? Diese Antibodies Therapeutics Business Unit hat BioSolutions jetzt auch. Ja? Und da kann ich nur den Namen Michael Reconosciuto erwähnen. Das ist so der Edward Snowden der 80er Jahre. Und der hat schon damals halt aufgedeckt, dass halt monoklonale Antikörper entwickelt worden sind. Also diesen Namen kann man extra noch recherchieren, Michael Reconosciuto. Auch wieder Verbindung zu Dr. Earl Brine und Edwin Meese. Mhm. Das haben die also in der Pipeline. Antibodies zur Therapie und halt Vaccinierung. Sie haben sogar auch den B2C, den Consumer Market, nicht vergessen. Hier schreiben sie sogar, oh, wir haben jetzt auch Produkte, die wir über Amazon, ist kein Witz, auch noch vertreiben. Mhm. Und zwar hier auch haben sie was im Angebot, so ein Antinervengift. So ein Stick, den man sich so in den Oberschenkel reinhaut. Sehr gut halt beim Skripal zu verwenden. Ja. Genau die Sachen. Sollten Sie immer dabei haben. Sollte man immer dabei haben. Mhm. Gerade wenn man in der Gegend halt, wo dieser Fall Skripal passiert ist, wenn Sie in der Nähe halt von Portland Down sind. Ja, bevor Salisbury ist. Genau, lieber. Aber Herr Schöning, was Sie hier eben auch als Geschäftsmodell ja offenlegen, das ist, da saugen Sie sich ja nicht aus den Fingern und sagen, so würde ich es machen, sondern das ist ja offizielle Lesart. Ja. Was jetzt fehlt, ist ja das, was Schreckliches passiert, also so ein Anschlag. Man weiß ja nie, was ein Terrorist macht. Und dann sollte man sich jetzt eigentlich schon eindecken oder sich auf seine Regierung verlassen, dass die auch ganz schnell wissen, wo man einkauft, weil das muss ja dann schnell raus. Weil wenn das Zeug erstmal in der Luft ist, dann braucht man ja ganz schnell was. Genau. Und dann würden auch die Kassen klingeln. Richtig. Und die Timeline können Sie eben sehen. Das dauert halt lange, bis Sie halt diese Impfstoffe und diese Sachen halt zugelassen haben. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt gerade in den letzten Jahren sind diese Antikörper in Deutschland zugelassen. Das heißt, ab jetzt kann man damit Geld verdienen. Wenn man das Business halt kennt, weiß man, jetzt muss noch die Salesforce, also die Verkaufsmannschaft, muss noch aufgebaut werden. Das dauert auch. Wir sind also jetzt gerade in der Phase, wo es anlaufen kann. Mhm. Und das Killer-Chart ist hier das letzte Chart, dass sie zeigen, wohin wollen sie. Und das, was sie wollen, ja, steht hier direkt. Sie sagen, wir haben heute einen Umsatz von $540 Millionen. Ende 2017. Übersichtlich, wenn man sich den Pharmamarkt anguckt. Genau, eine halbe Milliarde haben wir, ja, nur in diesem Unternehmen. Und wir wollen 2020, Target 2020, wollen wir zu einer Million, eine Milliarde. Das heißt eine Verdopplung. Nochmal 500 Millionen. Und jetzt muss man sich fragen, Sie haben es gerade auch gestellt, wie kommt man dahin, dass dieses Unternehmen, welches halt hauptsächlich Anthrax-Impfstoffe und Anthrax-Antikörper hat, auch gegen ein paar andere Krankheiten. Und die besten Kontakte hat in die Regierungskreise der USA, zu privaten Laboren und in der Vergangenheit sehr intensiv Revolving Door-Politik betrieben hat. Wie schafft man das, dass man da vielleicht so einen kleinen... Genau, ja? Und das muss man sich eben fragen. Aber das ist genau der Plan, nicht? Den sie den Finanzanalysten ja hier schon zur Verfügung stellen, Ende 2017. Die sagen halt, okay, wir kommen jetzt dahin, nochmal 500 Millionen, was wir aus der ganzen Geschichte vorher halt, bisher auf dem Stand sind wir jetzt, aber in 2 Jahren verdoppeln wir das auf 1 Milliarde. Wie kommen wir dahin? Würden Sie sagen, uns steht ein False-Flag-Anschlag bevor, also ein biochemischer Reichstagsbrand? Das ist leider, sowas Ähnliches ist leider halt zu befürchten oder zu prüfen. Und warum ich mich auch deswegen auch halt hier so exponiere, ist es eben zum einen die Vergangenheit, einfach nur naturwissenschaftlich glasklar aufzudecken, aber auf der anderen Seite eben auch eine deutliche Warnung auszusprechen, dass diese Institution, diese Firmen und auch die gleichen Leute immer noch halt am Ruder sind und genau diese Sachen planen. Und wenn man halt sich auskennt in diesem Business und die richtigen offiziellen Dokumente halt zusammenführt, dann sieht man, das ist der Plan. Und jeder muss sich fragen,
wie kommen sie dahin? Und da haben sie eine Möglichkeit halt gerade genannt. Und ich kann nur halt jedem Gewerkschafter, Gewerkschafter Polizei, der Rettungsdienste, Feuerwehr, kann ich nur halt dazu anraten, genau diese Fälle zu studieren, bevor sie halt die Empfehlung geben an ihre Schutzbefohlenen, lasst euch impfen. Denn wenn erstmal so etwas da ist, so plötzlich wie Schweinegrippe, nicht, und Vogelgrippe, so eine Hysterie, wo dann Tamiflu gegeben werden muss. Und ich habe selber meinem eigenen Kind sogar das gegeben, ja, weil ich das auch nicht wusste, wer dahinter steckt. Wer halt der Chef von der Entwicklungsfirma halt von Tamiflu war, Donald Rumsfeld. Ja, das wusste ich nicht. Und wir haben das hier. Und es kommt sogar noch etwas schlimmer, denn wir erleben ja, dass sozusagen das alte Establishment, es gibt ja Leute, die sagen sozusagen die alte große Mafia-Clique, hinter Emergent Biosolutions steht. Ja? Also Carlyle Group, Bush und Clinton BCC und sozusagen ja. Der ganze Bereich, die Mächtigen. Und wir haben jetzt mit der Clique halt um Trump sozusagen einen kleineren Clan. Und wir erleben ja in den Medien, dass die plötzlich gegeneinander kämpfen. Und so staunen wir ja da, was täglich sozusagen in den Medien abgefeuert wird, gegeneinander. Aber sie haben beide denselben Markt im Blick. Ja, und das ist eben das Problem. Da komme ich auf die nächste Seite dazu. Der selbe Mann, der das gesagt hat, geht jetzt hier auch aufs ans Mikro und wird wahrscheinlich wieder so was Ähnliches zu sagen haben. Ne? Aber wir haben es ohnehin schon alle geahnt. Heiko Schöning! Achtung, Achtung! Das Mikro funktioniert. Ich werde heute von dem Besten sprechen, was in den letzten 3 Corona-Jahren entstanden ist. Regionale Gemeinschaften. Ich werde heute eine neue Aufklärung geben. Welches Verbrechensprojekt wird auf das Corona-Verbrechen folgen? Nächstes Mal wird es nicht wie bei Corona mit der Firma Emergent Biosolutions in Verbindung sein. Es wird die Firma National Resilience sein. Und drittens, ich werde Ihnen eine Stärkung schenken, die rund 500 Buchseiten hat. 500 Bücher sind hier vorne zu verschenken. Ich spreche hier nur heute für mich, nicht verbunden mit anderen Organisationen oder Sprechern. Mein Name ist Heike Schöning. Ich war noch nie Mitglied einer Partei. Ich bin Arzt und ich sehe nur Menschen. Ich sehe keine Nationalitäten, ich sehe keine Reichen, ich sehe auch keine lebensfernen Konstrukte irgendwelcher intellektuellen Art. Ich darf Sie hier heute sehen, die Sie sich heute hier versammelt haben im August 2023 in Berlin. Liebe Mitmenschen, ich weiß und ich fühle, dass viele von Ihnen erschöpft sind, dass viele von Ihnen frustriert sind. Was haben die letzten rund 3 Corona-Jahre gebracht? Das Beste, was entstanden ist, sind regionale Gemeinschaften. Überall in Europa haben sich friedliche Gruppen von rund 50 Personen zusammengefunden. Mal etwas mehr, mal etwas weniger. Gemeinsam haben all diese Gruppen den friedlichen Willen zur Freiheit. Die Arbeitsschwerpunkte dieser Gruppen sind unterschiedlich. Gesellschaftliche Aufklärung, gesunde Lebensweisen, Widerstand gegen ungerechte Zwangsmaßnahmen, wirtschaftliche Unabhängigkeit ebenfalls. Überall in Europa gibt es kleine gallische Dörfer, um ein bekanntes Bild aus Asterix und Obelix zu geben. Diese gallischen Dörfer, diese Arbeitsgruppen der Freiheit, findet man etwa alle 50 Kilometer in Europa. In Ballungsräumen alle 5 Kilometer. Und aber ohne Zaubertrank können diese gallischen Dörfer eines nach dem anderen platt gemacht werden. Doch was ist der Zaubertrank? Der Zaubertrank, der Asterix, Obelix und die ganzen Dorfbewohner unbesiegbar macht. Der Zaubertrank ist die Aufklärung. Der Zaubertrank ist die Aufklärung.
Ein Mensch, der wirklich aufgeklärt ist über das organisierte Verbrechen rund um ihn herum, dieser Mensch gibt dieser weltweiten Mafia niemals nach. Und gemeinsam sind wir stärker als diese Mafia. Ich werde Ihnen gleich von der neuen Aufklärung berichten, die Ihre Zukunft betrifft. Es ist eine Premiere. Bitte zeichnen Sie diese Rede auf und verbreiten Sie diese. Viele von Ihnen wissen, dass ich bereits 2019 vor der kriminell vorgeplanten Pandemie gewarnt hatte, und zwar öffentlich. Ich nannte die Täter im Voraus beim Namen. Ich nannte auch ihre kriminelle Produktionsfirma Emergent Biosolutions. Und genau so ist es gekommen. Ich warnte, dass eine kriminell vorgeplante Pandemie für das Jahr 2020 eine solche Pandemiewelle auf uns zurollt. Und heute, im August 2023, warne ich vor einer neuen Verbrechenswelle. Im Zentrum, und das ist wichtig, dieser neuen weltweiten Verbrechenswelle steht die Firma National Resilience. National Resilience, übersetzt nationaler Resilienz, ist eine Firma aus den USA. Die Produktionsfirma National Resilience wird eine ähnliche Rolle spielen, wie ich es zutreffend für Emergent Biosolutions für das Corona-Verbrechen vorhersagte. Heute sage ich Ihnen vorher, dass National Resilience die neuen Schadstoffe herstellen wird, die der Weltbevölkerung gespritzt werden sollen. In dem neuen Verbrechensplan geht es diesmal um Bakterien, nicht wieder um Viren. Bei National Resilience ist Christopher Darby Direktor. Darby ist von der CIA, dem Geheimdienst der USA. Darby ist Chef der CIA-Investmentfirma Incutel. Darby, D-A-R-B-Y, ist auch Direktor der CIA Officer Foundation. Und die CIA hat schon sehr viele Massenmorde in der Vergangenheit organisiert. Wollen Sie wirklich der CIA vertrauen, den Impfstoff und den anderen Stoff zu produzieren, der Ihnen und Ihren Kindern in der Zukunft gespritzt werden soll? Nein. Nächste Folie, falls sie noch nicht da ist. Wir sagen Nein zu National Resilience. Heute, im August 2023, wende ich mich insbesondere an die entschlossenen Menschen, an die Entschlossenen, die dem organisierten Verbrechen nicht nachgeben wollen. Ihre Unterstützung brauche ich. Ich wende mich an alle, die auf keinen Fall ihre Kinder und ihre Enkelskinder dem organisierten Verbrechen preisgeben wollen. Ich wende mich an alle, die in professionelle Aufklärung investieren wollen. Professionelle Aufklärung ist wie der Zaubertrank, der uns wissend und stark macht. Ich wende mich an alle, die ihr Geld und ihre Arbeitsleistung lieber dem Widerstand geben wollen, als früher oder später der Mafia. Und täusche sich da keiner. Früher oder später ist dann jeder dran, wenn wir nicht Nein zur Mafia sagen. Nehmen Sie bitte persönlichen Kontakt auf und investieren Sie in professionelle Aufklärung. Heute verschenke ich 500 Bücher, angefüllt mit Aufklärung. Zusätzlich sind in diesem Buch auch zwei DVDs enthalten, die keinen Kopierschutz haben. Ein Buch wie Game Over ist wie ein Brühwürfel für einen Zaubertrank. Professionelle Aufklärung gibt uns die Kraft, dem organisierten Verbrechen zu widerstehen, erfolgreich zu widerstehen. Und ohne uns, ohne Sie,
hätten wir heute immer noch Masken und diese drakonischen Maßnahmen davor. Es ist Ihnen zu verdanken, auch mit den Großdemonstrationen, die wir hier in den letzten Jahren im August hatten, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Und nur mit professioneller Aufklärung erwächst die überzeugte Stärke in den Menschengruppen, in diesen gallischen Dörfern, in diesen Dorfgemeinschaften. Nehmen Sie Kontakt auf und helfen Sie dabei. Wir brauchen Aufklärung rund um den neuen Verbrechensplan mit National Resilience im Zentrum. Und zwar in Buchform. Wir brauchen wieder ein nicht löschbares Buch und noch vor Weihnachten. Helfen Sie dabei. Wir brauchen wieder abgedruckte Beweise. Und zum Schluss. Die gute Botschaft ist, dass in den letzten drei Corona-Jahren überall in Europa flächendeckend Gemeinschaften entstanden sind. Und die wichtige Botschaft ist, wir brauchen dieses Mal rechtzeitig diesen Zaubertrank der abgedruckten Aufklärung. Die Oligarchen werden wie Cäsar bei Asterix und Obelix ihre unwissenden Soldaten wieder an unsere Zäune schicken. Ihre Todesschwadron heißt National Resilience. Und der Direktor heißt Chris Darby. Nochmal die Folie bitte. Es geht um das Leben unserer Kinder und unserer Enkelkinder. Und diejenigen Väter, Mütter, Großmütter und Großväter, die dies begriffen haben, nehmen bitte persönlich Kontakt auf. Herzlichen Dank. Das ist auch nur eine Verbindung, oder? Ich habe keine Ahnung, wo ist das irgendwie läuft.